Ja, herzlich willkommen erneut auch allen, die jetzt live zugeschaltet sind, zur dritten Episode. Sie heißt nicht das Ende der alten Welt, sondern der Untergang der alten Welt. Scheint nur ein kleines Detail zu sein, ist aber gar nicht so unwichtig, denn wir werden sehen, dass ein Untergang nicht unbedingt das Ende bedeutet. Ich hoffe, wir haben uns gut gestärkt und unsere Gedanken können erneut uns zurücktransportieren in diese alte Vergangenheit, von der wir gerade schon gesehen haben. Sie ist so weit zurück, dass wir nur noch spärliche Informationen über sie haben. Es gibt nicht viel, aber das, was wir haben, wollen wir gemeinsam zusammenziehen, um ein möglichst konsistentes Bild zu bekommen, wie es weitergegangen ist. Und bevor wir jetzt hineinsteigen in das Thema, möchte ich uns einladen, noch einmal ganz kurz zum Gebet stille zu werden. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend und auch für die Gelegenheit, noch einmal jetzt in die Geschichte zurückzugehen, zu schauen, was passiert ist auf unserem Planeten und was die Grundlage ist für das, wo wir heute stehen und was wir heute erleben. Ich möchte dich bitten, dass du uns Weisheit schenkst, dass wir verstehen, was wir lesen werden und durchdenken werden und dass wir darin deine Hand und deine Güte, deinen Charakter sehen können. Im Namen Jesu, Amen. Episode 3, der Untergang der alten Welt. Wir hatten aufgehört im Jahre 987 seit der Schöpfung, als Chanok, der siebte nach Adam, der siebten Generation, kurz nach dem Tod Adams, durch ein Wunder Gottes von dieser Erde genommen wurde, als der Erste, der den Himmel sah. Alle anderen starben und wurden wieder zu Staub. Aber er wurde als erster Mensch in die höhere Welt gelassen, um ein Zeugnis dafür zu sein, was allen als Lohn, alle als Lohn zu erwarten haben, die Gottes Plan der Errettung, Gottes Plan der Liebe annehmen und ihm glauben. Nicht allzu lang später, obwohl das genaue Datum nicht uns bekannt ist, es muss um das Jahr 1000 gewesen sein, plus minus, da ist noch etwas in den Himmel gekommen. Kein Mensch, sondern der Garten Eden, dieses Paradies, das bis zu diesem Zeitpunkt ein ganzes Jahrtausend auf der Erde gewesen ist, wo immer noch die Cherubim standen mit dem blitzenden Schwert. Bis dahin war es auf der Erde gestanden. Und selbst die finstersten Gegner Gottes konnten die Existenz Gottes nicht ableugnen. Die Existenz des Garten Edens war offensichtlich. Aber dieser Garten wurde jetzt hinweggenommen. Und zurück blieb die Menschheit, die immer mehr getroffen vom Gift der Schlange, immer mehr in den moralischen Abgrund zu sinken schien. Und mit der Zeit starben all die alten Größen weg, die alten Patriarchen, die dann noch Adam gekannt hatten, die noch aus erster, zweiter Hand die Geschichten des Anfangs kennengelernt hatten und weitergegeben hatten. Im Jahre 1042 starb Seth. Der wurde auch stolze 912 Jahre alt. Damals, kurz nach der Schöpfung, war noch so viel mehr Lebensenergie in den Menschen. Gott hatte ja den Menschen geschaffen für eine Ewigkeit. Sie waren so viel größer, so viel intelligenter und so viel langlebiger. Kurz nachdem Seth der Ersatz für Hevel, für Abel gewesen ist, kurz nachdem er starb, wurde in 10. Generation auf der Seite der Söhne Gottes, auf der Seite der Gläubigen, die ja schon viel zu viel ungute Kontakte zum Lager der Nachfahren Kains hatten, wurde ein Kind geboren, das man dem Namen Noach gab. Das bedeutet so viel wie Ruhe. Das hatte folgenden Hintergrund. Sein Vater Lamech sagte nämlich,
Der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Mit diesem Noach, wie mit jeder ersten, mit jeder Generation und mit ihm besonders, verband sich die Hoffnung. Vielleicht könnte er der Verheißene sein. Im Jahre 1140 starb Enosch. Aus der dritten Generation, auch er wurde über 900 Jahre. Im Jahre 1235 starb Kenan. Nach und nach brachen die alten Helden, die alten Stützen, die alten Generationen weg. Mahalalel starb im Jahre 1290. Und dann, nach über 100 Jahren, im Jahre 1422, starb auch Jared. Mittlerweile, und wir sehen, das sind große Zeiträume, die wir fast nichts wissen, die uns nur ganz sporadisch benannt sind. Mittlerweile war die Erde wirklich in Finsternis gehüllt. Und zwar nicht buchstäblich, sondern moralisch. Um 1500 gab es kaum noch Menschen, die ernsthaft nach dem Willen und dem Gesetz und der Liebe Gottes fragten. Fast überall herrschte das Prinzip, wie geht es mir am besten und wie kann ich den meisten Lustgewinn haben. Gewalt und Neid und Raub waren an der Tagesordnung. Es war die Zeit der Nephilim. Die Übersetzung dieses Namens ist zweideutig. Es könnte bedeuten die Gefallenen, es könnte auch bedeuten die Feller. In vielen deutschen Übersetzungen werden sie einfach als die Riesen bezeichnet. Menschen waren damals allgemein sehr viel größer, vielleicht doppelt so groß wie heute. Sie waren nicht einfach nur Riesen, es waren gewaltige Helden. Vieles von dem, was sie taten, ist später in Sagen und Legenden weiter tradiert worden, so verworren zum Teil, dass man heute nicht mehr genau sagen kann, was wirklich historische Realität ist. Vieles von dem ist später in die Religion dieser Welt eingegangen. Aber da das alles im Nebel ist, können wir es nicht genau aufdecken. Fakt ist, es waren hochberühmte, sehr intelligente, gewaltige Menschen, die Großes erreichten, aber moralisch tief verdorben waren. Technologisch waren sie auf einem Niveau, das heute manchmal schwer zu toppen ist. Aber der Biss der Schlange hatte fast alle zu Nachkommen der Schlange gemacht. Fast alle hatten sich auf die Seite des Satans gestellt. Und weil sie Gott nicht danken für seine Güte, wurde ihr Herz verfinstert. Statt vor Gott niederzufallen, begann man sich eigene Ideen von einer Gottheit zu machen. Manche von ihnen gaben die Idee einer Gottheit ganz auf. Andere von ihnen wollten schon anerkennen, dass es etwas Höheres gab. Aber die Idee, dass alles jetzt genau so sein sollte, wie das aus alter Zeit von Adam und Seth überliefert ist, das war ihnen zuwider. Sie fingen an, die Gottheit nach ihrem eigenen Bild, nach ihrem eigenen Wunsch zu kreieren. Denn wenn man immer nur das Leben nach dem eigenen Maßstab lebt, dann fängt man an, auch Gott nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Sie haben sich oft rausgeredet mit der Idee, dass in Wirklichkeit diese Bilder nur eine Idee von dem wahren Gott geben sollen. Aber ihr Herz wurde verfinstert. Kommentiert wird es hier, denn obgleich sie Gott erkannten, sie wussten von ihm, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Ausgestattet mit brillanter intellektueller Fähigkeit, mit großer Weisheit, ähnlich wie schon Hillel im Himmel, haben sie ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie lebten nur noch für den Augenblick. Und da der Augenblick eine halbe Ewigkeit zu sein schien, weil sie Jahrhunderte lebten, konnten sie Bosheit an Bosheit häufen, weil sie mit jeder Bosheit schlauer wurden, wie man Böses tut. Und weil sie Jahrhunderte lebten, konnten sie wirklich perfide Dinge tun. Das Fleisch, diese sündige Natur, dieser Trieb, das Böse zu tun, dieses Gift der Schlange in ihnen, hatte nicht mehr viel zu tun mit dem ewigen Geist, der bei Gott ist und der immer wieder versuchte, sie auf Gottes Plan und auf Gottes Liebe und auf Gottes Intention mit der Welt hinzuweisen. Es war eine Auseinandersetzung.
zwischen den beiden. Und Gott hat das lange, lange beobachtet. Gott, der alles erträgt und alles hofft und sich nicht erbittern lässt, hat es anderthalb Jahrtausende angeschaut, wie es moralisch mit dieser Welt steil bergab ging. Und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Er wollte doch, dass die Menschen sein Königreich repräsentieren. Er wollte doch, dass sie die Schönheit und den Frieden und den Charakter Gottes widerspiegeln. Stattdessen, je länger die Weltgeschichte voranschritt, desto schlimmer wurde es, desto mehr triumphierte der Satan. Und es schien so zu sein, dass vielleicht nur noch eine Generation fehlte und dann überhaupt niemand mehr auf der Seite Gottes stand. Schon schwand die Anhängerschaft Gottes und man konnte sie bald schon an wenigen Händen abzählen. Gott sah, dass der ursprüngliche Plan, den er hatte, so nicht mehr auszuführen war. Und er musste erneut einen Plan B aus der Tasche ziehen. Es betrübt in seinem Herzen. Das Wort, das dort steht, bedeutet eigentlich einen Schmerz, wie es eine Frau hat, die in Geburtsschmerzen liegt. Also nicht im Sinne von, ich bin so traurig, sondern mehr als, ich könnte schreien. Oh! Gott, es hat sein Herz zerrissen. Aber unten auf der Erde nahm das Unheil seinen Lauf. Wenn jemand seine Nachbarin sah und sie gefiel ihm, hat er nicht erst langes Aufhebens gemacht, er hat sie einfach genommen. Und wenn sie mitgemacht hat, dann hatte sie Glück und wenn nicht, dann wurde sie mit Gewalt gezwungen. Und als es dann der Nachbar mitbekommen hat, hat er gesagt, okay, wie ich dir, so du mir. Mach das Gleiche mit seiner Frau. Man tötete die Tiere nach Herzenslust. Man freute sich daran, ihr Fleisch zu essen, obwohl niemand irgendjemandem gesagt hätte, dass Fleisch, Gott auf jeden Fall nicht, dass Fleisch zum Essen wäre. Blutrünstig sind sie geworden. Man tötete, man stahl und irgendwann war menschliches Leben nicht mehr viel wert. Man war dazu übergegangen, Menschen zu opfern. Ein Mensch galt nicht mehr viel als mehr als ein Blatt am Baum. Die Schädel häuften sich auf den Altären. Und Satan hatte es geschafft, Menschen glauben zu machen, dass das irgendeinem Gott gefallen könnte, Menschen zu töten, Menschen zu schlachten, vielleicht sogar ihr Fleisch zu essen und das Gottesdienst zu nennen. Und als Gott das sah, sagte er genug. Nichts mehr von dem. Nichts mehr von dem. Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Satan hatte gehofft, dass Gott irgendwann die Beherrschung verliert und einfach den Planeten kaputt macht. So ohne Gnade. Dann hätte er recht gehabt. Aber genau das tat Gott nicht. Er wusste sehr genau, dass es in diesem moralischen Dickicht, diesem finsteren Dickicht, Einzelne gab, die ihm noch treu waren. Noah zum Beispiel. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Denn Noah wandelte mit Gott genauso wie Hanok, wie Henoch, der einige Jahrhunderte zuvor, ungefähr ein halbes Jahrtausend zuvor, ebenfalls mit Gott gewandelt hatte. Noah hatte von Henoch nur noch gehört, aber seine Vorfahren kannten Henoch noch, sie hatten mit ihm gesprochen. Und Noah war sowas wie der zweite Henoch, wie der zweite Hanok. Er lebte mit Gott und war wie ein Leuchtturm, wie ein Leuchtfeuer, einer der letzten übrig gebliebenen. Und im Jahre 1536
hat Gott seinen Plan dem Noah offenbart. Er sagte zu ihm: Mein Geist, dieser ewige Geist, der seit Jahrhunderten versucht, die Menschen wieder zur Wahrheit zurückzubringen, er wird nicht immer mit dem Menschen rechten, denn er folgt ja dem Fleisch, er folgt diesem Gift der Schlange. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. 120 Jahre gebe ich dieser Menschheit noch. Wisse, Noah, die Welt, wie du sie kennst, die Welt, die ich geschaffen habe und von der du all die Geschichten gehört hast, sie wird so, wie du sie kennst, noch genau 120 Jahre gehen. Denn das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will die samte Erde vertilgen. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen. Und dieses Wort meint einfach nicht eine Überschwemmung. Das Wort Mabul beschreibt eine gewaltige Katastrophe, kataklysmisch. Etwas, was alles aus den Fugen bringen würde. Um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen. Oder dem ganzen Himmel, alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Ich werde nicht völlig ungeplant alles vernichten. Ich werde nur die vernichten, die Teil sind dieser Rebellion. Ich werde dich retten und einen Bund mit dir aufrichten. Noah bekam einen Auftrag. 120 Jahre hatte er Zeit für eine Rettungsmission, von der die Welt bisher nichts gehört hatte. Gott sprach zu ihm: Mache dir einen Kasten. Einen Kasten? Einen Kasten aus Gopherholz. Was das für ein Baum gewesen ist, ist heute nicht mehr genau zu sagen, ob es ihn noch gibt oder ob es eine ausgestorbene Art von Bäumen ist. Damals waren diese Bäume groß und gewaltig, diese Gopherbäume, die so schwer zu bearbeiten waren, das ist fast so, als würde man Stein bearbeiten, so fest. Noah bekam den Auftrag, aus diesem Holz einen gewaltigen Kasten zu machen, der dann, wenn die Welt untergehen würde, eine Rettungsinsel wäre für alle, die Gott glauben. Aus Koferholz gemacht, sollte sie außen und innen mit Kofer, mit einer Art Pech überzogen werden, 300 Ellen lang. Eine Elle ist heute wie damals die Hälfte des Armes. Wenn wir also unsere heutigen Maße in Anspruch nehmen, die wir heute haben, würde das bedeuten ungefähr 150 Meter lang und 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen vielleicht damals doppelt so groß waren, dann war dieser Kasten vielleicht auch 300 Meter lang und 50 Meter breit. Und 30 Meter hoch und damit so groß wie einige der größten Schiffe, die es heute gibt. Hätte damit vielleicht sogar ein achtfaches Fassungsvermögen. Wer weiß. Drei Stockwerke sollte sie sein, in Räume unterteilt mit einer Lichtöffnung und einer Tür. Noah machte sich an die Arbeit. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es niemals zuvor Wasser in Regenform gegeben. Immer hatte Gott durch den Tau die Pflanzen bedeckt. Er war von Gottesfurcht bewegt. Er baute diese Arche, diesen Kasten zur Rettung seines Hauses. Aber nicht nur baute er und sägte und werkelte an diesem Kasten, diesem gewaltigen Ding, was die Aufmerksamkeit seiner Zeitgenossen erregte. Noah nutzte die Gelegenheit, ihnen zu sagen, dass das Ende nahe ist. Dass es nicht für immer so weitergehen wird. Und er verkündigte ihnen Gerechtigkeit. Er verkündigte ihnen, dass man nicht einfach so eine Frau auf der Straße vergewaltigen kann, nur weil man dazu Lust hat. Dass man nicht einfach nur Tiere schlachten kann, um sie zu essen, nur weil man gerade möchte. Dass man nicht einfach Menschen töten kann, weil sie einen angefahren haben. Er verkündigte ihnen, dass Gott Liebe ist, dass er an den anderen denkt und dass das Beste für jede Gesellschaft wäre, wenn jeder an den anderen denkt, so wie Gott das geplant hat.
Und dass er es ernst meinte, das konnten seine Zeitgenossen sehen, denn jedes Mal, wenn er predigte, hatte er einen Hammer in der Hand und hämmerte dieses schwer zu bearbeitende Gopherholz zusammen zu einem Schiff, das immer größer wurde, zu einem Kasten, der alles, was man vorher gesehen hatte, in den Schatten stellte. Und die Menschen fragten sich, wer soll alles in dieses Riesending hinein, mitten auf dem trockenen Grund? Gott hat ihm verheißen, dass er ihn und seine Familie retten werde. Das war deswegen interessant, weil Noah zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar keine Kinder hatte. Erst einige Zeit später, 20 Jahre später, wurde seine Frau schwanger. Das erste Kind, das ihnen geboren worden war, im Jahre 1556, nannte er Japhet, Ausbreitung. 2 Jahre später bekam er noch einen Sohn, er nannte ihn Shem, was wörtlich übersetzt heißt Name. Eine interessante Option für ein Kind, nicht wahr? Wenn man einem Name fehlt, nennt man ihn einfach Name. Zu einem späteren Zeitpunkt bekam er noch einen Sohn, das Datum ist uns nicht überliefert, und der hieß Ram, der Heiße, bekannt eher als Ham. Und so bauten sie, und die Menschen wunderten sich und sagten, schau mal, seit 1500 Jahren hat sich an dieser Welt nichts verändert. Der Himmel ist blau, die Sonne strahlt. Wir haben schon viele gehört, die von Gottes Gerechtigkeit geredet haben und von einem Gericht. Das hat schon der Henoch erzählt. Unsere Vorväter haben uns davon erzählt, vor über 500 Jahren. Und was ist passiert? Gar nichts. Und schau mal, lieber Noah, diese Götzen, die wir hier haben, wir wissen schon, dass es einen Gott im Himmel gibt. Ja. Wir wollen es nur ein bisschen plastischer machen. Jetzt hab dich nicht so. In 1500 Jahren war nicht ein einziger Fluss über die Ufer getreten. Und alles, was die Menschen in ihren Aufzeichnungen nachvollziehen konnten, war, dass die Natur immer regelmäßig nach Gesetzmäßigkeiten funktionierte. Warum sollte es jetzt anders sein? Einige von ihnen mit ihrer großen Brillanz hatten die Gesetzmäßigkeiten formuliert, herausgefunden und waren zur Überzeugung gekommen, ja, Gott mag das alles geschaffen haben, aber die Gesetzmäßigkeiten sind so stark, selbst ein Gott könnte sie nicht ändern. Tag für Tag kam der Tau auf die Rosen. Ganz egal, ob sie blutbefleckt waren von irgendwelchen Tieren, die hingeschlachtet worden sind, oder sogar von Menschenblut. Gott sandte den Tau auf die wenigen Guten und auf die vielen Bösen. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Sie bauten weiter. Noah hatte einige Mitarbeiter. Manche von ihnen waren sich nicht ganz sicher, ob sie das wirklich gut finden. Und mit der Zeit verließen sie ihn wieder. Sie hatten mit an dem Kasten gebaut und wollten später nichts davon wissen. Andere von ihnen starben im Laufe der 120 Jahre. Einer der letzten von ihnen war sein Vater, der im Jahre 1651 starb. Mit nur noch 777 Jahren. 5 Jahre waren noch übrig. Übrigens, sein Vater, der Großvater von Noah, Methuschalach, der wusste ja nun schon seit fast 120 Jahren, wann er sterben würde. Denn sein Vater, Hanok, hatte die Prophezeit, dass wenn er stirbt, wird es geschehen. Und nun wusste man, wann es geschehen würde. Es kam das besagte Jahr. 120 Jahre ging zu Ende. Das Jahr 1656 kam. Ziemlich am Anfang des Jahres starb tatsächlich der Großvater von Noach, Methuschalach. Und er wurde stolze 969 Jahre, nie zuvor und nie danach. So, nach allem, was wir wissen, ist ein Mensch so alt geworden. Der Mensch, dessen Existenz quasi die Gnade Gottes verkörperte, wurde der älteste von allen. Aber auch er starb irgendwann. Die Arche, der Kasten, war Anfang 1656 fertig gebaut.
Es gab keine Latte mehr zu verhämmern, nichts mehr zu verzimmern, alles saß. Niemand wusste, wie genau was kommen würde. Noah hoffte einfach, dass das, was er getan hatte, ausreichend sein würde. Er hatte genau die Anweisung Gottes befolgt und jetzt stand sie da, dieses riesige Ding. Und am 10. des zweiten Monats 1656, das war vermutlich kein Februar, sondern vermutlich nach den alten Kalendern irgendwann im Herbst, sprach Gott zu ihm an diesem Tag: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden. Gott, der über die Erde schaute, und mathematische Hochrechnungen heute ergeben, dass vielleicht zu diesem Zeitpunkt mehrere Milliarden Menschen auf diesem Planeten gelebt haben. Keiner von uns kann das genau sagen, weil es ziemlich spekulativ ist. Aber exponentielles Wachstum bei den langen Lebenszeiten ergibt eine Bevölkerung, die wahrscheinlich eher der unseren gleicht als irgendetwas anderem. Unter all diesen vielen Abertausenden, Abermillionen hatte Gott nur noch 8 gerechte Menschen gefunden. Nimm von allem reinen Vieh je 7 und 7 mit dir, das Männchen und sein Weibchen, von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen auch von den Vögeln des Himmels, um von dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Gott wollte die Erde reinigen. Gott wollte einen Neuanfang. Und die Tiere sollten den Platz einnehmen, den die Menschen verschmähten. Da war genügend Platz für viele Menschen. Aber so gut wie keiner wollte hinein. Und Gott sagte an diesem Tag: Denn es sind nur noch 7 Tage. Dann will ich es regnen lassen auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. Gott hatte über anderthalb Jahrtausende gewartet. Aber jetzt war die Zeit gekommen, es blieben nur noch 7 Tage Frist. Ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Die Botschaft war unmissverständlich, sie war deutlich und klar. Was Gott mit anderen Worten sagen wollte, war: Ich habe 1656 Jahre diese Welt nach Gesetzmäßigkeiten erhalten. Aber für fast denselben Zeitraum hat die überwältigende Mehrheit dieser Bewohner sich gegen mein Gesetz gewandt. Sie wollten es nicht, sie begehren dagegen auf. Und jetzt werde ich ihnen zeigen, was passiert, wenn die Gesetze nicht mehr gelten. Wenn das Chaos regiert. Sie werden das bekommen, was sie über Jahrhunderte eingefordert haben. Auch an diesem 10.2. schien die Sonne. Und es war blau von einem Horizont bis zum anderen. Wie fast jeden Tag hatte sich eine größere Menge Schaulustiger eingefunden, die mit einem Schmunzeln diesem alten Patriarchen Noah, der zu dem Zeitpunkt schon sage und schreibe 600 Jahre alt war, zuhörte. War ein bisschen Belustigung, diesem alten Spinner, wie man meinte, zuzuhören, wie er predigte von dem Weltuntergang. An jenem Tag blieb aber den meisten das Lachen im Halse stecken, als plötzlich Tiere aus dem Wald kamen. 2 und 2. Geführt wie von unsichtbarer Hand. Hätten diese Menschen mehr Erkenntnis Gottes gehabt, vielleicht hätte Gott ihnen erlaubt zu sehen, wie Malakim, Boten Gottes, vom Himmel gesandt worden waren, um Elefanten und Giraffen zu retten. Gott hätte jeden gerettet. Wenn Gott Engel vom Himmel schickt, um 2 Giraffen zu retten, er hätte jeden Menschen gerettet. Vögel kamen. Eine große Anzahl. Und die Leute waren beunruhigt. Man fragte die Philosophen, die Weisesten, wie ist das zu erklären? Gibt es dafür eine natürliche Erklärung? Und nach längerem Überlegen hatte man vielleicht sowas wie eine Erklärung, etwas, was die Menge erst einmal befriedigte.
Man schaute sich nochmal um. Es war immer noch blau. Was auch immer diese Tiere zu bedeuten haben, es passieren ja manchmal im Leben merkwürdige Dinge, oder? Nicht alles, was merkwürdig ist, ist immer ein Omen. Es war immer noch blau. Die Flüsse gingen immer noch den Fluss entlang, traten nicht ein Zentimeter über das Ufer. Und Regen, Wasser vom Himmel. Es gab genügend kluge Leute, die Physik der Erde studiert hatten und die nachweisen konnten, dass zu diesem Zeitpunkt unter den klimatischen Bedingungen so etwas unmöglich war. Gott sandte noch einen Malakim, noch einen Boten mit einem einfachen Auftrag. Schließ die Tür. Die Tiere waren hineingegangen. Noah und seine Familie gingen hinein und ich stelle mir so vor, dass Noah auf der Schwelle, seine Söhne mit deren Frau und seine Frau schon in der Arche drinne, auf der Schwelle sich noch einmal umdreht. Und noch einmal mit Tränen erstickter Stimme den Menschen sagte, glaubt doch einfach Gott. Niemand glaubte. Er drehte sich den Rücken, er drehte ihn den Rücken zu, ging hinein in das Dunkel des Kastens. Und hinter ihm wurde die Tür von unsichtbarer Hand geschlossen. Und dann war er drinnen. Und die Menschen draußen. Der 11.12. kam. Und es war blau. Und am 12. genauso. Und als die Tage so verstrichen, dann war das schon ein merkwürdiges Gefühl, so in so einem riesigen Holzkasten zu sitzen, mit gröhlenden Affen und quiekenden Schweinen und Papageien, die umherflogen. Und draußen gröhlt die Menge. Ihr Verrückten, ihr seid doch total daneben. 7 Tage lang. Und dann am 7. Tag, genauer gesagt am 17.2., zogen Wolken auf. Zunächst ganz klein. Schnell wurden sie dunkler, größer. Und bald hatten sie den ganzen Himmel überspannt. Und spätestens jetzt fingen die Menschen an, ernsthaft sich Gedanken zu machen, als die ersten Tropfen auf ihre Nase fielen. Zum ersten Mal das Wasser von oben kam und nicht von unten. Kann es sein, dass der Noah doch recht gehabt hatte? Plötzlich fing es an zu regnen. Leicht, aber es wurde schwerer und mehr. Plötzlich stieg das Wasser in den Flüssen und trat über die Ufer. An manchen Stellen der Erde brach die Erdkruste auf. Und dann, als es regnete und die Menschen nass wurden und sich fragten, ob das jetzt vielleicht nur wieder ein anderes Naturphänomen ist, das man bisher nicht kannte, wurden ihre Fragen schnell beantwortet. Die Fenster des Himmels öffneten sich. Das war nicht nur Regen. Wie Katarakte stürzte das Wasser in Fontänen, in Wasserladungen auf sie herab. Schnell erkannten sie, das ist genau das, wovor der Noah gesprochen hatte. Das ist diese Mabul, diese absolute Katastrophe. Und schnell rannten sie zu der Arche, zu dem Schiff, zu diesem Kasten und sie klopften an die Tür, aber die war zu. Und sie suchten, vielleicht gibt es irgendwo eine Öffnung, vielleicht ist irgendwo eine Spalte schlecht verzimmert, vielleicht kann man sich irgendwo durchzwängen, sind um diesen Kasten gelaufen, haben gegengeklopft, hört uns, jetzt glauben wir, rettet uns. Das Wasser ergoss sich in Strömen. Schnell wussten sie, hier unten im Tal haben wir keine Chance. Die schnellsten von ihnen versuchten, auf die Berge zu rennen. Manche von ihnen
kannten die Instinkte der Tiere und sie wussten, Tiere können sich vielleicht retten auf die höchsten Gipfel. Und sie nahmen ihre kleinen Kinder und banden sie auf irgendwelche größeren Tiere, damit diese Tiere sie vielleicht in Sicherheit bringen könnten. Manche banden sich selbst an die Tiere, manche banden sich an die Bäume in der Hoffnung, dass die Bäume stehen bleiben würden. Und während um sie herum bereits dieser Ozean sich füllte, hofften sie, dass der Baum stehen bleibt, bis der Wind kam und den Baum zertrümmerte und sie festgebunden an den Baum mitten in diesen Ozean hineinfließen. Manche rannten auf die obersten Gipfel, kämpften mit den Tieren buchstäblich ums Überleben. Und die, die es bis ganz oben geschafft hatten, die den letzten steilen Anstieg geschafft hatten, die oben saßen, sie sahen zu, wie das Wasser kam und das Wasser kam und es gab nirgendwo, wo sie hingehen konnten. Und irgendwann wurden auch sie vom Wasser weggeschwemmt. Da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde, Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen, eine Katastrophe absolut globalen Ausmaßes. 40 Tage stieg das Wasser, bis alle Hügel, alle Erhebungen deutlich sichtbar bedeckt waren. Die Erde sah plötzlich fast so aus wie am ersten Schöpfungstag. Nur noch Wasser. Fast als würde Gott die Erde wieder auf Anfang setzen. Nochmal von vorn. Und dieses Schiff hätte keine Chance gehabt. In diesem Sturm, in dem Hillel Satan um seine Existenz fürchtete, hätte nicht Gott diesen Kasten auf wundersame Weise bewahrt. Ja? Das Holz war das Festeste, was es gab, das Pech, das Sicherste, was im ganzen Land aufzutreiben war. Noah hatte gründlich gearbeitet, aber in dieser Flut hätte es ohne die Gnade Gottes nichts bewirkt. Gott gedachte an Noah und an alles wilde Tier und alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Am 27.03. des Jahres 1656 begann Gott einen großen Wind zu senden, um das Wasser wieder langsam fortzutreiben. Er ließ einen Wind auf die Erde kommen und die Wasser fielen. Das war nicht einfach nur ein Regen von ein paar Tagen. Es war ein monatelanges Ereignis. Erst ein halbes Jahr später fast, am 1.10., begann man wieder, die Spitzen einiger Berge zu sehen. Der Kasten war in so eine Gruppe von Bergspitzen geraten. Dort, wo die Wellen sich brachen und in der Mitte so ein bisschen ruhiges Wasser war. Dort würde dieser Kasten noch für Monate bleiben. Die ersten Bergspitzen waren zu sehen. Die Erdkruste hatte sich völlig verändert. Und durch das Wasser waren viele Schichten übereinander gelagert, die interessanterweise natürlich aufgrund des Wassers fast alle horizontal waren. Viele der Berge waren jetzt sehr viel höher als jemals zuvor. Damals in der alten Welt gab es Berge nur als Hügel, immer mit Gras bewachsen und mit Bäumen übersät. Jetzt gab es puren Fels, der wie Knochen einfach so in der Landschaft stand. Unbedeckt, leicht chaotisch. Überall auf der Erde formten sich diese gewaltigen Gebirge, schroff und rau, so wie es sie vorher nie gegeben hat. Und langsam sank das Wasser und die Welten beobachteten einen Planeten, der jetzt so viel anders aussah. All die vielen gewaltigen Wälder, die vorher die alte Welt so ausgezeichnet hatten, waren zusammengedrückt worden von den Massen der Flut und im Gestein zusammengepresst worden. Sie würden noch für Jahrtausende Vorratskammern an Kohle und Öl liefern. Und am 11.11.1656
hat Noah gesagt, okay, ich muss jetzt wissen, was da draußen los ist. Er wusste, dass Raben sehr neugierige Tiere sind, das hat er beobachtet. Und er nahm so einen Raben und ließ ihn aus dem Kasten heraus durch die Lichtöffnung. Und er flog umher und flog umher und flog umher und flog umher und kam zurück. Eine Woche später versuchte er es nochmal und nahm diesmal eine Taube am 18.11. Und auch die flog umher und flog umher und kam zurück. Und nochmal eine Woche später, am 25.11., da kam die Taube zurück, aber sie hatte ein kleines Blatt im Mund. Und weil der Noah botanisch interessiert war und versiert wusste, er ist von einem Ölbaum, die schnell wachsen. Noch eine Woche später, am 2.12., sandte er sie los und sie wurde nicht mehr gesehen. Noah wusste, das Wasser ist mittlerweile weit zurück. Und am 1.1. im Neujahr des Jahres 1657, da konnte er das Dach öffnen, konnte sich umschauen und sehen, dass diese Erde so ganz anders aussah. Überall sah man noch die Spuren der Katastrophe. Man sah Leichen, man sah umgestürzte Baumstämme. Es war kein schöner Anblick. Noah blieb noch länger in der Arche und erst am 27.02., ungefähr ein ganzes Jahr nach Beginn dieser Katastrophe, konnte er die Arche wieder verlassen. Jetzt, ein Jahr und 10 Tage nach Beginn der Mabul, der Flut, sagte Gott zu ihm, geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. Und Noah erinnerte sich, Moment mal, mein Vater Lamech und mein Großvater Methuselah, die haben mir so Geschichten erzählt, dass damals, vor über 1600 Jahren, Gott zu Adam gesprochen hat, seid fruchtbar und mehrt euch. Er fühlte sich fast wie ein zweiter Adam. Als würde nochmal die Schöpfung von vorne beginnen. Nicht mehr unter so idealen Bedingungen, unter sehr viel raueren Bedingungen, aber doch ein Hoffnungsschimmer. Gott hatte trotz des gewaltigen Abfalls und der grausamen Rebellion immer noch nicht aufgegeben. Es gab wieder Hoffnung. Und Noah nahm von den Tieren, von den Opfertieren. Und das Erste, was er tat, als er den frischen Erdboden betrat, als der Boden wieder trocken war, nachdem er ungefähr ein Jahr lang auf einem Schiff gelebt hatte, das Erste, was er tat, war, dass er ein Opfer brachte. Weil er wusste, er und seine Familie hatten einzig überlebt, weil Gott diesen Plan mit der Menschheit hat. Hätte Gott den Plan nicht gehabt, er hätte sie locker und leicht auch verderben können. Und Gott sprach in seinem Herzen, ich will den Erdboden künftig nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Gott wollte damit deutlich machen, dass er jetzt nicht wieder alles so laufen lassen würde wie vorher. Er würde nicht wieder Tausende von Jahren vergehen lassen, um dann irgendwann wieder eine Sintflut zu schicken. Diese Flut war ein Beispiel und dabei sollte es bleiben. Fortan würde er die Menschen beschränken. Unter den neuen klimatischen Bedingungen würden Menschen sehr viel kürzer leben und könnten viel weniger Bosheit anhäufen einem Menschenleben. Der Mensch würde beschränkt sein. Und es würde nie wieder zu einer Situation kommen, wo nur noch 8 Menschen auf der Seite Gottes stehen. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Und so sprach er zu Noah und seiner Familie, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde, so wie damals zu Adam und Eva, sprach er zu dieser kleinen Familie. Als Noah sich umblickte, aus der Arche ging, da überkam ihn schon ein bisschen die Angst. Er sah dort Tiere, von denen er wusste, dass sie mit ihren 8 Menschen zusammen vielleicht wenig Chancen hätten. Und er fragte sich, wie diese Tiere, die auch durch den Einfluss der Sünde, durch die Konsequenz der Sünde,
längst nicht mehr so waren wie damals im Garten Eden. Wie er mit ihnen umgehen sollte. Dem wurde mulmig bei dem Gedanken, mit all diesen Raubtieren jetzt allein auf der Erde zu leben. Und Gott verhieß ihm, Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden, über alle Fische im Meer. Und dann machte Gott ein Prinzip deutlich, auf das er lange gewartet hatte. Erinnern wir uns noch, wie wir in der zweiten Episode gesehen haben, wie Gott auf die Anklage Kains, die Strafe ist zu groß, ihn sein Leben beschützt hat? Er hatte das 1500 Jahre lang aufrechterhalten und das ganze Universum hatte gesehen, was die Folge war. Kain wurde beschützt und hat nur Unheil gesät. Und so macht er jetzt deutlich, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Nie wieder sollte ein Menschenleben wie nichts geachtet werden, so wie vor der Flut. Denn jeder Mensch ist kostbar. Und Gott hat diese drastischen Worte gesprochen, um die Würde und das Leben eines jeden Menschen unantastbar zu machen. Gott wollte diesen Planeten von vorne neu besiedeln. Und als Zeichen seiner Wertschätzung, als Zeichen seiner Gnade gab er diesen Regenbogen. Als Zeichen seines Bundes. Er wies Noah und seine Familie dort Richtung Regenbogen. Zum ersten Mal sahen Menschen diesen Regenbogen. Niemals Wort ist geregnet gehabt. Und jetzt offenbarte Gott ihnen dieses Zeichen. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Dieses Zeichen, das schon im Himmel über dem Thron Gottes gesehen worden war, sollte ein Zeichen sein, dass Gott der Menschheit wohlgesonnen ist. Mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und so gingen sie, die Tiere, in alle Himmelsrichtungen. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Er wusste, wenn das nächste Mal Wolken am Himmel sein werden, wenn das nächste Mal wieder die Nase nass wird von Regentropfen, dann würden die Erinnerungen hochsteigen an jenes traumatische Erlebnis und die Panik würde ausbrechen. Gott versprach ihnen nie wieder solch eine Katastrophe. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen, von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Gott erlaubte übrigens, wegen der Kahlheit des Bodens, den Menschen zum ersten Mal auch etwas Fleisch zu essen. Er hatte ganz bewusst von den Tieren einige benannt, die er rein nannte, von denen gab es mehr Tiere. Und der Mensch verstand relativ schnell, dass er nur von den reinen Tieren essen konnte, weil von den unreinen gab es nur zwei. Ein unreines Tier zu essen hätte bedeutet, sofort dessen Aussterben verantwortet zu haben. Und dann wurde die erste Frau wieder schwanger. Schems Frau, gebar den Arpachschad. Sein Name ist so unklar, die Sprache so alt, niemand weiß, was es bedeutet. Das war im Jahre 1658. Und die kleine Sippe von ein paar Menschen lebte dort in dieser Gegend, wo die Arche damals zum Stehen gekommen war, in der Nähe des Ararat-Gebirges. In der Nähe von Kleinasien, Armenien, dort auf der Hochebene, inmitten dieser felsigen Gegend, lebten sie. Und dort wurden ihnen eine neue Generation von Kindern geboren. Ihre Namen sind interessant und wir wollen sie nur kurz erwähnen. Der Japhet bekam einige Kinder. Seine Namen waren Gomer, Vollendung, Magog, Madai, Javan, Tuval und Meshech. Tiras war sein Letztgeborener. Shem hatte neben Arpachschad Elam, Aschur, benannt nach einem Land, das vor der Sintflut existiert hatte.
Immer wieder kamen jetzt Namen aus der vorsintflutlichen Zeit zurück. Flüsse, die man sah, benannte man jetzt wieder mit Euphrat oder Chiddekel. Ein weiterer Sohn von ihm hieß Lut, einer hieß Saram. Und auch Cham, der dritte Sohn Noahs, bekam Söhne. Er nannte sie Kusch, der Schwarze, Misraim, Put und Kinaan, den man besser kennt vielleicht als Kanaan. Diese kleine Familie lebte dort im Hochland. Und die Kinder wuchsen und wurden größer und sie heirateten untereinander. Eines Tages kam es zu einem kleinen Zwischenfall. Noah hatte sich auf den Weinbau spezialisiert. Und er hat herausgefunden, dass wenn man den Traubensaft etwas länger stehen lässt, dann schmeckt er komisch. Aber das wirkt irgendwie. Und ohne sich ganz im Klaren zu sein, was das bewirkt, bewirkte es bei ihm dann vollkommene Trunkenheit. Dieser Noah lag besoffen in seinem Zelt, splitterfasernackt. Cham, sein jüngster Sohn, kam vorbei. Und er saß. Und er schaute hin. Und schaute sich's ganz genau an. Und an diesem Punkt ist die Quelle sehr nebulös. Sie ist so euphemistisch, dass manche, die die Sache sehr gründlich durchdacht haben, zu dem Schluss gekommen sind, dass Cham ein schlimmes, unsagbares Verbrechen an seinem Vater begangen hat. Wie auch immer. Er ging heraus aus dem Zelt und sagte seinen Brüdern. Als sie davon hörten, waren die total geschockt. Shem und Japhet waren von ganz anderem Schlag als Cham. Und es zeigte sich, dass das Gift der Schlange sogar ein Jahr Sintflut überstanden hatte. Shem und Japhet wussten von der Schande. Und sie gingen zu dem Zelt, nahmen sich eine Decke und gingen rückwärts, um ja nicht ihren Vater nackt zu sehen, um ihn zu bedecken. Und wieder, wie damals bei Kain und Abel, zeigten sich die beiden Klassen, die Nachkommen der Schlange und die Söhne Gottes. Diesmal waren es drei Brüder und wieder waren sie geteilt. Als Noach aufwachte von seinem Rausch und er erfuhr, was geschehen war, da waren seine Worte sehr deutlich. Sie zeigen uns, dass ein schlimmes Verbrechen stattgefunden haben musste. Er sprach: Verflucht sei Kanaan, der Sohn von Cham. Mit anderen Worten, er machte deutlich, dass wenn Cham solche Dinge tut, dann wird er dieses Gift weiter vermitteln an die nächsten Generationen. Es wird alles wieder von vorne kommen. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. An jenem Tag offenbarte Gott durch Noah, dass von all den drei Söhnen es Shem sein würde, der Zweitgeborene, in dessen Nachkommenschaft irgendwann der verheißene Retter kommen würde. Er würde diese Linie, die damals vor der Sintflut Seth gehabt hat, er würde diese Linie weiterführen. Auch Japhet würde gesegnet sein. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Sem, dessen Sohn Arpachshad schon älter wurde, bekam einen Enkel, den Arpachshad zum Vater hatte. Shelach. Das war im Jahre 1693, fast 40 Jahre nach der Sintflut. Die Enkel wurden geboren und wir nennen die Namen hier nur Ashkenaz, Rifa, Togarma, Elisha, Tarshis, Us, Kul, Geta, Masch, Seba, Chavila, Sabta, Chama, Sabtecha. Aber der berühmteste von ihnen war der hier, Nimrod. Sein Name wurde noch für Generationen, für Zeitalter nach ihm, mit seinem geflügelten Wort. Sein Name bedeutet Rebell. Und es ist unsicher, ob er den Namen von Anfang an hatte oder ob er später den Namen bekam, weil er so ein Rebell war. Aber mehr davon am Montag.
Im Jahre 1723 wurde Eber geboren. Und noch ein Jahr später, 30 Jahre später, Peleg. All dies waren Söhne in der Linie von Schem. Es war jetzt 100 Jahre nach der Sintflut. Und Peleg wurde Peleg genannt, weil zu seiner Zeit die Erde geteilt wurde. Und das hatte mit einem Ereignis zu tun, das wir zum Schluss kurz benennen wollten. Als die Menschen wieder wuchsen, als die Sippen größer wurden, begannen sie irgendwann, sich wieder zu teilen. Und die große Masse, die große Menge verließ die Hochebene dort im Araratgebirge und ging in die Ebene, die sie Shinear nannten. Eine Ebene, die fruchtbar erschien, wo zwei große Flüsse hindurchflossen und das Land fruchtbar und urbar machten. Sie nannten sie nach den vorsintflutlichen Flüssen Euphrat und Prat und Chedekel, Tigris. Und dort planten sie, eine neue Herrschaft zu gründen. Das Gift der Schlange wirkte erneut. Sie wollten sich einen Namen machen und so beschlossen sie, eine Stadt zu bauen und einen Turm zu bauen. Und sie nahmen viel von diesen Lehmziegeln, die sie anfertigten, die sie in der Sonne trockneten. Dort gab es viel Naturasphalt, den man benutzte. Und sie sagten, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen, einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Und ich kann mir vorstellen, wie manche Engel im Himmel gedacht haben, nicht schon wieder. Hört das denn nie auf? Lernen die denn nie die Lektion? Sie wollten unter keinen Umständen über die Erde zerstreut werden. Und sie wollten, einige von ihnen hatten den Plan, wenn wir nur hoch genug bauen und die Wolken dort oben erreichen, vielleicht können wir bei den Wolken sehen, was die Auslöser der Sintflut gewesen ist. Vielleicht können wir das Ganze kontrollieren. Und während sie so bauten, um sich einen Weg in den Himmel zu bauen, und das ist fast ein bisschen ironisch, wie es diese Quelle hier sagt, da stieg der Herr herab. Sie wollten zum Himmel hinauf, aber Gott musste immer noch weit hinab, um erstmal zu ihnen zu kommen. Da stieg der Herr hinab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die Menschenkinder bauten. Und schnell war deutlich, welche Intention sie hatten. Sie wollten sich wieder gegen seinen Befehl stellen. Sie wollten sich nicht zerstreuen. Sie wollten nicht die Erde bevölkern. Sie wollten alle zusammenbleiben und gegen Gott rebellieren. Und so sagt Gott, wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprachen verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Eines Tages, da kamen die Arbeiter wie jeden Tag zum Bau. Und ich weiß nicht, wie viele Stockwerke sie schon gebaut hatten. Aber sie fingen an, wieder zu arbeiten. Aber wenn einer den Befehl gab, gib mir das, dann hörte der andere nur. Hä? Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Hä? Völlig verschiedene Sprachen. Und Übersetzungsprogramme gab es damals nicht. Weil niemand mehr etwas tun konnte, mussten sie sich zerstreuen. Man nannte den Ort Babel, Verwirrung. Heute besser bekannt als Babel. Dieser halbfertige Turm, der dort mitten in Mesopotamien stand, war ein Zeichen dafür, dass erneut die Rebellion der Menschen nicht geglückt war. Und von dort zogen die Sippen voneinander entfernt in die Himmelsrichtung. Die drei großen Hauptsippen, die Nachfahren von Japhet, von Schem und von Cham. Japhet und seine Sippen zogen gen Kaukasus. Und ihre Spur verliert sich irgendwo im Dunkel der Weltgeschichte. Zunächst einmal, später findet man wieder ihre Spuren. Wir werden am Montag ein bisschen mehr erfahren, wo einige von ihnen abgeblieben sind und was sie mit sich genommen haben. Die Nachfahren von Schem blieben im Wesentlichen dort in dieser Gegend.
Die Nachfahren von Cham zogen gen Westen, nach Südwesten und fanden dort Platz zum Leben. Mit sich nahmen sie die Erinnerung, eine gewaltige Flut. Sie nahmen mit sich die Erinnerung an einen großen Turm. Sie nahmen mit sich die Erinnerung an eine Zeit, als noch alle dieselbe Sprache sprachen. Und sie nahmen mit sich diesen Gedanken der Rebellion gegen Gott. Und damit endet unsere Episode heute. Wir haben unsere Vortragsserie Weltengeschichte gerade erst begonnen. Aber wir haben heute bereits ein Drittel der ganzen Weltgeschichte behandelt. Fast 1800 Jahre. Und wissen Sie, was interessant ist? Von diesen 1800 Jahren wissen wir fast nichts mehr. Nur sehr spärliche Berichte. Obwohl von allen Menschen, die jemals gelebt haben, dass die Klügsten, die Fähigsten, die am längsten leben sind, die mit den größten gedanklichen Fähigkeiten, sie hätten alles uns hinterlassen können. Aber es ist fast so, als ob die meisten Leben völlig umsonst gewesen sind, ohne Bedeutung. Und das liegt an diesem Gift der Schlange. Sie hatten gewaltige Vorrechte und es war alles umsonst ihr Leben. Sie haben diesem Gift geglaubt, dass Gott es nicht gut mit ihnen meint. Sie haben beständig dagegen angekämpft. Gott hat ihnen viel Zeit gegeben, viel Weisheit und damit deutlich gemacht, dass alle Zeit der Welt dieses Gift nicht ausrotten kann. Alle Weisheit dieser Welt kann dieses Gift nicht ausrotten. Alle Fertigkeiten technologischer Art können dieses Gift nicht ausrotten. Nur Gottes Liebe könnte das. Und die restlichen Jahrtausende, die wir anschauen werden, in den restlichen Folgen, die werden sehen, dass Gott das immer wieder beweist. Heute Abend möchte ich Sie herausfordern, darüber nachzudenken, ob das Gift der Schlange auch Ihr Herz beeinflusst hat. Ob diese Dinge, die wir heute angesprochen haben, ob die nicht auch in unserem Leben oft sichtbar sind. Und wenn wir jetzt gleich beten, vielleicht wird das eine Gelegenheit, auch alle, die jetzt live zuschauen, einfach mal über sich selbst nachzudenken. Vielleicht halten wir uns für besonders klug, für besonders schön, für besonders kräftig, für besonders weise. Aber vielleicht wird unser Leben ein Versagen sein, wenn wir nicht die Liebe Gottes in unser Leben annehmen. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen für die Zeit, die du uns gibst, über dich und dein Wort nachzudenken, dass wir lernen können aus der Geschichte. Wir möchten dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, ganz selbstkritisch mit uns zu sein und uns die Frage zu fragen, ob wir nicht auch vielleicht betroffen sind von diesem Gift der Schlange, dass uns dieser Gedanke der Rebellion, dass sich alles um uns drehen muss, dass du dich nicht immer um uns kümmerst, wie du könntest, dass der uns auch befallen hat. Dass auch wir ungerecht zu anderen sind, dass auch wir anderen Dinge antun, die man nicht tun sollte. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns dich offenbarst. Und dass, wenn wir weitergehen in dieser Serie, wenn wir dein Handeln mit der Menschheit in dieser Welt betrachten, wir sehen können und deutlich verstehen können, dass du immer derselbe bist, und dass du jeden einzelnen Menschen retten kannst und möchtest. Danke dafür, Herr Jesus. Amen.